Heute bei Motorwoche der neue Kia Sportage. Der nun in der vierten Generation hergestellte Kia Sportage erstrahlt in einem neuen Kleid. An der Front präsent der Grill im Tigernasendesign, die hoch angesetzten Scheinwerfer sowie die Ice Cube Nebelscheinwerfer. Diese gibt es leider nur in der GT-Line. An der Seitenlinie sieht man direkt die Ähnlichkeit zur dritten Generation. Das bullige Heck mit den 3D-förmigen LED-Rückleuchten gefällt auf Anhieb. Die doppelflutige Auspuffanlage betont die sportliche Absicht des Sportage. Ein weiteres Highlight, die Einstiegsbeleuchtung mit GT-Line-Logo. Der 2 Liter CRDI leistet 185 PS und 400 Newtonmeter. Auch eine Besonderheit, die wir beim Houston schon kennen, einfach den Schlüssel in der Hosentasche lassen und voilà. Natürlich versteckt sich hinter der Klappe auch ein wenig Platz, genauer gesagt 503 bis 1492 Liter. Der Innenraum zeigt sich aufgeräumt und gut verarbeitet. Vor allem überzeugt hat uns die Reaktionszeit des Multimedia-Systems. So, jetzt sitzen wir im Kia und fahren eine Runde und ich muss sagen, er lässt sich echt gut fahren. Typisches SUV-Fahrverhalten, also wir haben eine leichte Neigung, logisch, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich umso schneller man in die Kurve fährt, umso weiter neigt, sondern so bis zu einem gewissen Punkt neigt er sich und dann bleibt er und deswegen kann man auch mal ein bisschen schneller durch die Kurven oder Landstraßen heizen, also das funktioniert ganz gut. Wir haben hier ein 6-Gang Automatikgetriebe, was auch sehr weich schaltet und auch keine komischen Schaltsprünge macht, wenn man mal ein bisschen Gas spielt. Also klar, wenn man jetzt stärker Gas gibt, dann schaltet er zurück oder Kickdown schaltet er auch zurück, logisch. Aber er macht jetzt nicht irgendwie, wenn man berghoch fährt, mal irgendwelche Sprünge oder so. Also das läuft schon butterweich. Schaltwippen haben wir auch am Lenkrad, dazu kommen wir aber später nochmal. Zum Motor, 185 PS Dieselmotor, 400 Newtonmeter. Ist ein guter Motor, passt gut ins Auto, aber ich finde, es ist der stärkste Motor, den Kia für das Auto anbietet und das finde ich ein bisschen schwach. Man sollte vielleicht doch noch eventuell einen 3 Liter oder 2,7 Liter Dieselmotor anbieten mit um die 230, 250 PS, weil wenn man mal wirklich auf der Autobahn Gas geben will, dann ist der Motor ja leider ein bisschen zu schwachbrüstig. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit, eine angegebene von Kia von 201 Stundenkilometern. Und ja, ich hätte mir schon so 220, 230 als Höchstgeschwindigkeit gewünscht. Und einen größeren Motor im Sortiment zu haben, wäre meiner Meinung nach keine schlechte Idee. Vor allem sehe ich so, dass wenn man jetzt einen kleineren Motor hat, zum Beispiel einen N6er Motor, der weniger PS hat, der wird sich, glaube ich, schon schwer tun. Obwohl der Wagen eigentlich gar nicht so schwer ist, sage ich mal, vom Gewicht her, vom Leergewicht. Wir haben ein Leergewicht von knapp 1550, 1600 Kilo, was eigentlich für so ein großes Auto ein relativ geringes Gewicht ist, aber trotzdem würde ich mir da noch einen Motor wünschen, der eventuell ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Drehmoment hat. Und jetzt kommen wir mal zum Innenraum. Hier in der GT-Line, das sieht man ganz schön hier am Lenkrad, auf dieser schönen Plakette und dem abgeflachten Lenkrad mit sehr schönem Leder. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Möglichkeit, unser Multimedia-System zu steuern, lauter, leise, lautlos, die Search-Taste und halt zum Wählen der Lieder. Dann hier natürlich zum Annehmen unseres Telefonats. Auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit, unseren Tempomat einzustellen, sowie unseren Bordcomputer zu steuern, den wir jetzt hier drin haben. 4,2 Zoll groß, schön in Farbe auch. Man sieht auch schön daran, dass die Verkehrszeichen dort drin eingeblendet werden, sowie welchen Gang wir drin haben. Dann haben wir natürlich am Lenkrad Wischerhebel, Blinkerhebel und zwei Schaltwippen. Einmal hier zum Hochschalten und Runterschalten. Sehr schön in metallischer Optik. Dann gehen wir mal hier zu unserer Einheit unterhalb des Bildschirms.
Da haben wir die üblichen Tasten für die Multimedia-Einheit, Radio, Media, Telefon, Suche von Liedern sowie unsere Karte, Informationen zum Verkehr und die Einstellungen. Unten drunter haben wir hier die Klimaautomatik, recht leicht verständlich, jede Taste ergibt Sinn. Unten drunter etwas versteckt, die Klima für die Sitze, Sitzheizung, Lenkradheizung und für den Beifahrer doch mal dasselbe. Hier unten haben wir zwei 12-Volt-Steckdosen, einen AUX-Eingang und einen USB-Eingang und unten drunter die induktive Ladeschale für Ihr Handy. Unter der Taste Radio haben wir FM, AM und DAB, ganz logisch aufgebaut. Dann haben wir Media, leider kein Mediengerät angeschlossen, kann man aber logischerweise hier unten machen. Dann Telefon, wird per Bluetooth gekoppelt, ganz einfach. Machen wir jetzt aber auch nicht. Dann haben wir hier die Taste, um Programme zu suchen. Und unsere Karte sieht ganz gut aus. Hat auch ein paar Points of Interest da drauf, die wir auch hier unter Info suchen können. Sogar den Verkehr können wir uns anschauen. Und das Wetter, wenn wir mit Internet verbunden sind. Welches wir hier aufbauen können für unsere Mitfahrer und einige andere Einstellungen verändern können. Hier haben wir den Drive-Mode-Knopf, der ändert die Motorcharakteristik in sportliche Variationen. Dann haben wir hier die Sperre für den Allradantrieb, die Bergabbremse, hier noch unseren Parkpiepser, das Parksystem, das automatisch quer oder parallel zur Straße parkt und den Auto-Hold für, wenn man automatisch anhält, Schalter auch dazu, die elektrische Parkbremse. Das war der Innenraum. Alles sehr schön verarbeitet, Soft-Touch-Oberflächen, aber auch Hartplastik, welches sich trotzdem ziemlich gut verarbeitet anfühlt. Auch kein Knarzen oder wenn man über Gullideckel fährt, hört man auch nichts in der Knirschen oder so im Innenraum. Also es hat wirklich Top-Qualität, was man eigentlich von früher nicht so gewohnt ist von Kia. Ja. Schöne Hochglanzoberflächen. Und vor allem auch hier unser Bildschirm ist wirklich super genial, hat sehr schöne Druckpunkte, also man muss nicht wirklich fest drauf drücken. Es läuft sehr flüssig, wenn man zum Beispiel auch das Navigationssystem nutzt. Man kann das wirklich bedienen wie ein Handy, also sehr, sehr einfach, jeder kommt damit klar. Auch das Display im Tachobereich läuft sehr, sehr gut, hochauflösend und auch flüssig. Also da hat wirklich Kia Maßstäbe gesetzt von dem, was wir bis jetzt gefahren sind. Also Hut ab. Ja. Ja. Dann kommen wir mal noch zu deinem Sitz. Ja, es ist ein sehr bequemer Sitz. Lederpaket. Lässt sich sehr gut anfassen, das Leder. Wir haben auch Sitzbelüftung vorne. Also das ist natürlich im Sommer sehr praktisch, wenn es mal ein bisschen wärmer ist. Und was mich aber ein bisschen stört und was auch viele kritisieren an dem Auto ist, die Grundsitzposition. Die Grundhöhe, die man einstellen kann beim Sitz, ist schon sehr hoch. Also der Sitz ist nicht sehr weit nach unten verstellbar. Ja. Ich meine, das Auto ist natürlich konzipiert für, sag ich mal, die Hausfrau, die in der Stadt unterwegs ist und die sowieso sehr hoch sitzt, um einen guten Überblick zu haben, sag ich mal. Da ist das auch kein Problem, aber wenn man jetzt wirklich ein größerer Mann ist, da ist man trotz der Sitzeinstellung, also trotz, wenn die Sitzeinstellung ganz unten ist, sitzt man sehr hoch, muss ich sagen. Ja. Ja. Also hier der Beifahrersitz, der geht schon ein bisschen weiter runter. Das sieht man auch, wenn man es beide vergleicht. Ich verstehe nicht, aber nicht warum. Ja. Ja, trotzdem, Sitze sind alle komplett elektronisch verstellbar. Auch sehr gut, funktioniert sehr flüssig, ruckelt nichts beim Verstellen, fährt auch ganz schön. Und die Sitzposition hinten ist komischerweise, sage ich mal, da hat man mehr Kopffreiheit wie vorne. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass das Dach vorne ein bisschen runter geht. Und wir haben natürlich auch das Panoramadach. Wenn das nicht wäre, hätte man da klar noch ein bisschen mehr Kopffreiheit. Das ist okay, aber ein bisschen tiefer, dass man den Sitz ein bisschen tiefer einstellen kann, hätte ich mir schon noch gewünscht. Ja, ja. Wenn wir gerade schon hinten sind. Ja, hinten haben wir noch eine kleine Besonderheit, was man so nicht kennt. Wir haben Ladebuchsen, einmal USB für die Rückbank, die Handys oder Tablets laden kann.
und 12 Volt Stecker, was mehrere Autos auch haben, aber der USB-Slot hinten noch mal extra, der ist schon noch mal cooles ist schon Feature. Ganz ja. cool, ja. Und noch die Sitzheizung für hinten. Genau, die es optional. Gibt optionale Sitzheizung für hinten, haben wir hier in unserem Testwagen auch. Sehr praktisch und natürlich sehr angenehm für die Leute, die hinten sitzen. Richtig. Ja. Kommen wir noch zu den technischen Daten. Das waren die technischen Daten. Kommen wir noch zum Verbrauch. Und zwar Angabe 6,3 Liter bei der 6-Gang-Automatik mit 185 PS Diesel. Und ich muss sagen, das haben wir jetzt leider bei unserem Test nicht geschafft. Also er schluckt schon ein bisschen mehr. So 7, 7,5 Liter soll man schon rechnen. Und ich meine, es ist okay für so ein großes Auto und für die Leistung. Aber ja, die Angabe ist leider ein bisschen zu gut gemeint, sage ich mal. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten vorteilhaft hier bei Kia auf jeden Fall 7 Jahre Garantie. Ja. Also kein Hersteller sagt so eine hohe Jahreszahl voraus, dass es 7 Jahre ohne Probleme und also ist schon geil. Ja, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass Kia sehr viel Vertrauen in ihre Autos hat, dass sie auch nach außen ausstrahlen wollen. Wir bauen gute Autos, die halten lang und ja, das ist gut. Kommen wir jetzt noch zum Testwagenpreis. Unser Testwagen hat so fast die komplette Ausstattung. Also ich glaube, es gibt noch eine Ausstattungsvariante drüber, das ist die Platinum. Und unser Testwagen GT-Line kostet, so wie er hier ist, 43.290 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis. Ja. Man muss mal bedenken, der Basispreis von dem Auto, also die niedrigste Ausstattung mit dem niedrigsten Motor, kostet 19.990 Euro. Und man kann den so ausstatten, wirklich, dass er doppelt so viel kostet wie ursprünglich, sage ich mal. Ne? Also wir haben jetzt hier 23.000 Euro nur an Ausstattung drin. Klar, da kommt noch der Motor dazu. Also wir haben den größten Motor, wir haben die GT-Line und tolle Ausstattungspakete für den Innenraum. Aber wir haben den Basispreis verdoppelt mit unserem Dings. Und die 43.000 Euro, das ist schon eine Ansage. Klar, man bekommt natürlich was Tolles dafür. 7 Jahre Garantie, das ist schon eine Hausnummer. Wir haben echt hier volle Hütte. Also jetzt nichts großartig, was mir fehlen würde. Nee. Also von Spurhalteassistent bis automatischem Einparken, über Sitzheizung hinten, Lederausstattung, GT-Line, alles drum und dran. Aber 43.000 Euro ist schon eine Hausnummer. Ja, so kommen wir mal zum Fazit. Also der Kia Sportage ist ein sehr schönes Auto. Sehr sportlich designt, ein sehr tolles Design, gefällt mir gut. Erinnert auch durch die hochgesetzten Lampen sehr an Porsche Macan. Und also wir können auf jeden Fall empfehlen, schaut ihn euch mal an. Fahrt zum Autohaus Becker nach Homburg, fahrt ihn mal Probe. Und ja, das war's von uns. Auf der rechten Seite seht ihr noch das Video vom Hyundai Tucson und vom Renault Kadjar. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht hier unten auf den Abo-Knopf zu drücken. Und bis zum nächsten Mal.